Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich habe ein Finnyon hier. Aber was soll das? Kommst du bitte wieder zurück? Kommst du bitte wieder in den Fangbildschirm? Das geht ja gar nicht. Also, das ist irgendwie, ja, es ist so selten, dass dieser Fehler anscheinend noch nicht so häufig aufgetreten ist. Oder, also ich habe bisher von diesem Fehler noch nichts erfahren. Und jetzt sehe ich sogar gar nicht mehr. Das ist nicht so toll, finde ich. Aber okay. Was macht man jetzt in so einem Fall? Auf jeden Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht den AR-Modus kurz an und wieder aus. Oder ihr verlässt, also ihr flüchtet und wählt es erneut aus. Die Beere bleibt hier erhalten. Und es wird resettet und es steht dann erstmal wieder in der Mitte. Aber das heißt ja nicht, dass es dann auf einmal auf die andere Seite verschwinden kann. Und tschüss. Das will mich echt ärgern, aber naja. Auf jeden Fall gab es gestern keine neuen Ankündigungen von Niantic oder es wurden keine neuen Sachen gefunden in irgendeiner Weise. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt hier gar nichts habe, sonst hätte ich jetzt kein Video gemacht. Nein, ich habe nicht nur Finnyon mitgebracht, keine Sorge. Ich habe noch zwei Sinnoh-Steinentwicklungen gemacht und habe versucht, so viele Infos wie möglich für euch zu besorgen. Bevor ich loslege, möchte ich nochmal darauf eingehen, für die Leute, die nicht regelmäßig meine Videos schauen. Jede Woche Dienstag zünde ich ein Sternenstück, um meinen siebten Serienfangbonus damit einzufangen, weil es einfach sich mega lohnt. Das kann man wenigstens kontrollieren. Und Eier ausbrüten kann ich aktuell nicht kontrollieren, weil ich einfach gar keine Brutmaschinen habe. Dafür müsste ich mir erstmal wieder welche kaufen. Aktuell bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich meine Münzen nicht sogar für was anderes einsetze. Na gut, auf jeden Fall habe ich ein Traumfugil zu Traumagil entwickelt. Somit natürlich auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Und laut einer Infografik ist das zwar ein guter Geistangreifer, aber es gibt halt viele andere Alternativen. Zum Beispiel Gengar. Gengar ist auf jeden Fall der beste, allerbeste Geistangreifer. Er ist immer bei fast jedem Raid immer auf Platz 1. Scheint auch im PvP richtig gut zu sein. Ja, und Traunmagil ist halt nur eine sehr, sehr späte Alternative. Als zweite Entwicklung habe ich mich für Kramux entschieden. Da fiel es mir ja echt schwer. Da hatte ich ja insgesamt drei Möglichkeiten: beste IV, höchstes Level oder das Shiny. Habe mich heute mal für das höchste Level und akzeptable IV entschieden. Ich habe gestern tatsächlich noch einen Sinnoh-Stein bekommen. Nicht unbedingt verdienterweise. Es war kein fairer Kampf oder so. Naja, vielleicht gehe ich gleich nochmal drauf ein. Kramchef ist ein guter Flug- und Unlichtangreifer. Wesentlich besser als Traunmagil. Also ich finde, da untertreiben sie in der Infografik ein bisschen. In der Infografik steht natürlich auch drin, dass es nur mittelmäßige Attacken hat und es gibt bessere Alternativen. Naja, die besseren Alternativen sind maximal vielleicht drei Pokémon. Also ich finde, so viele bessere Alternativen zu Kramchef gibt es dann aber auch nicht wirklich. Bevor ich weiter fortfahre, gestern war Montag, das heißt, es gab wieder die Abenteuer-Sync-Belohnung. Und ja, ich habe es leider nicht geschafft, auf 50 Kilometer zu kommen. Die Woche war einfach zu kurz. Wie gesagt, immer wenn ich, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich wesentlich mehr Kilometer. Wenn ich wirklich wissen möchte, ob ein Pokémon besonders gut oder schlecht ist, dann schaue ich mir einen Raid-Boss an, wie zum Beispiel hier Alola Raichu, weil es einfach den Typ Psycho hat. Und Geist-Pokémon da, also zum Beispiel Gengar an erster Stelle steht. Aber Traunmagil ist leider auf Platz 12. Im Durchschnitt. Kein Wetter, kein Freundschaftsbonus.
oder sonst was. Krammchef auf Platz 5. Und ich zeige euch jetzt nochmal die ersten vier an. Gengar, Snibunna, Mewtwo und Deoxys im Angriffsmodus. Deoxys im Angriffsmodus ist ja eigentlich bekannt, dass es eine sehr krasse Glaskanone ist. Bedeutet, dass es kann zwar viel Schaden austeilen, lebt aber sehr, sehr kurz. Das heißt, ruckzuck wird es ausgewechselt gegen ein anderes Pokémon. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur mit einem Team von Deoxys in Angriffsmodus setzt, dann kann es sein, dass es so schnell stirbt, dass ihr nicht nur ein zweites Team, sondern vielleicht sogar ein drittes Team braucht, um da zu gewinnen. Das kann man aber auch erkennen. Wenn ihr nochmal nachschaut, Deoxys stirbt 11-mal gegen Alola Raichu, bis es besiegt ist. Bedeutet, ihr braucht mindestens 2 komplette Teams, um Alola Raichu nur mit Deoxys im Angriffsmodus zu besiegen. Hoffentlich wird es Finneon etwas häufiger geben mit einem reparierten Fangmodus. Wäre zumindest eine schöne Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte hinterlasst mir eine Rückmeldung. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Bis zum nächsten Mal!